Ja, bin da, ja, hab ich komm mal Biber. Ich bin wieder, ja, jeden Fall wieder kein besonderes Video. Ich bin wieder am Video war. Hinter mir ist mein Haus und gebe heute mal Pfosten und mal Zeichen. Und mir werde euch alles sagen, wo wir geholt haben, was ich gekocht gehabt habe, euch leider nicht sagen, was ich gekocht gegangen, wie Geld, Leute. Und mir werde auch sagen, wie wir geschafft haben, so kaum leiten. Und deswegen würde ich sagen, zieht euch Bio rein, wie bei Gebio, und jetzt sind wir uns gleich wieder. So, hier haben wir Uhrstück. Ich finde, es sieht sehr, sehr cool aus. Fangen wir erstmal mit Gekiff an. Ich finde, es ist auch Glas. Ist sehr schön. Ich finde, weiß finde ich sehr schön. Dann haben wir hier Käppis, so schön im Braun, im Weiß, ganz ein bisschen schwarz. Ich finde, es sieht sehr cool aus. Der ist sehr groß. Da haben wir immer die passende Lampe. So, der kann man mir gekauft. Hier haben wir ein kleines Zettel um einen Rosenkranz. Um der Uge, der am Lager ist, da kann man ganz extrem abschieben. Das heißt, ich sage euch mal, hier haben wir ganz Knopf. Hier kann man ganz extrem abschieben. Hier haben wir ganz Knopf. Hier, die schwarze. Da kann man ganz normal hochfahren. Also ich fühle mich so, als wäre ich in einem Villa, Leute. Ja, so fühle ich mich gerade, als wäre mir in einem 10 Millionen Euro Villa. Ja, genau so sehe ich hier aus, Leute. So, dann haben wir Kissen. Kissen gab mal für die Arme viel. Hier sind Kissen, ich sage euch mal. So sieht das Ganze aus. Und übrigens, der ist unser alten Kiss, Leute. Ich weiß mir wahrscheinlich weg. Die Gecken weiß gar nicht, ob die bleiben. So, genau, so sieht es aus. Und wir haben übrigens einmal Fernseher, Leute. Ja, so sieht es auch mal aus. Und sie von der Zeige auch, genau, die haben wir auch. Wir wollten eigentlich aufhängen, aber es ging leider nicht, Leute. Und deswegen haben wir einfach so hin. So, jetzt zeige ich euch mal von dem Balkon. Schönes Wetter übrigens, Leute. So sieht das Ganze mal aus. Also, ich finde, es sieht sehr, sehr gut aus, Leute. Weil, ich finde es einfach schöner als vorher. Weil schön, also vorher war gar nicht schön, Leute. Ja. Weil vorher haben wir immer die große Kraut gehabt, im Rock. Aber die muss man gleich wegschmeißen, weil wir das einfach nicht mehr so schön finden. So, setzen wir uns mal hin, Leute. Und ich erzähle mal die Geschichte von der Kraut, Leute. Also, wir haben vorhin im Möbelhaus geguckt, ob wir eine schöne Kau gefunden haben, sind wir finden. Dann haben wir umgeschaut. Dann haben wir gesagt, nee, wir finden keine schöne Kau, alles teuer, ja, und so alles. So. Und dann zum Glück haben wir eine gute Freundin gehabt, oder haben wir eine gute Freundin. Und die hat einen guten Shop, Leute, und die hat dann umgekauft, gekauft, Leute. Das heißt, diese Kraut wollten wir gerne haben. Dann haben wir sie gefragt, ob wir die Kraut haben dürfen. Das heißt, sie hat dann, also die Freundin, hat dann eine Kraut bestellt. Bei ihr ist ein Haus gekauft, Leute, sogar Wohnung gekauft, so Sachen. Und die hat dann einen Kraut gekauft. Und der ist ihr alten Kraut, Leute. Und dann hat sie gesagt, ach komm, jetzt bekommt ihr die Kraut hier. So. Und da haben wir die Kraut geliefert bekommen, sind gegangen, von Lieferanten geliefert worden vom Umzugshelfer. Und der Umzugshelfer war mega freundlich, Leute. Muss ich ehrlich sagen, Leute. Die haben die ganze
eine Akkuschraube aufgebaut, Leute. So, meh. Wir haben gerade einfach Akkuschraube gehangen gehabt und mussten alle hochragen. Und fuck ich, Leute, was richtig scheiße war, Leute, dass die Kaus mit bloßem Gekissen die Treppe hochragen müssen, Leute. Im fünften Stock müssen die ganz hochfahren. Das heißt, hochragen, ganz hoch, ja. Und mit Fahrstuhl wieder runterfahren, Leute. So. Und nachdem die Kau um geschenkt hat, haben wir dann gesagt, ach komm, ich gebe euch mal die Kau und geh vor dann zu Bibi, Leute. Genau, das war die Geschichte, wo ich euch mal sehen wollte. Ihr draußen könnt mal gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ich Kau finde. Und wir haben genau den Ausblick in die Küche. Ich geb mich geil, Leute. Und ich kann auch direkt mein Balkon gehen, Leute. Genau. So sieht das Ganze mal aus. Und ich kann, genau. Ich weiß nicht, ob ihr die Geräusche eben gehört habt. Da kann man einfach einklappen. Um gehalten kann, Leute. Ist. Hier haben wir auch einen Knopf. Hier kann man auch einfach auffahren. Ich geb mich geil, Leute. So. Ich weiß nicht, ob der von anderen Seite aus sein wird. Ja, von der anderen Seite ist genauso der gleiche. Boah, Leute, ich geb mich geil. Ich soll euch mal von der Seite. Boah. Okay, Leute, ich will mal sagen, das war vor vier Folge. Wenn ihr euch wieder gefallen habt, tippt gerne mal oben. Wenn ihr euch wieder gefallen habt, wenn ihr immer weitere Fragen habt, Vorschläge habt, könnt ihr gerne mal einen Kommentar schreiben. Lasst ab und gleich abonnieren und kommt mir gerne bei Markum. Wenn ihr einen hohen Namen habt, bei genügend viel Schreiben mit Ingram Keller, bei G.R. Konkrete, mein Bilder für genügend viel Schreiben, bei Kiko Keller, und jede neue Bilder und Bio. Dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten, euer Biber.